Spatenstich in Kirchentellensfurt, im Gewerbegebiet Maden, nahe der Grenze zu Reutlingen-Altenburg. Der Sportartikelhersteller Erima aus Pfullingen baut dort auf 31.000 Quadratkilometern ein neues Logistikzentrum und auch ein neues Verwaltungsgebäude. Dorthin will das Unternehmen seinen Firmensitz verlegen. Das Logistikzentrum soll Mitte des kommenden Jahres fertig sein, auf mehr als 11.000 Quadratkilometer Nutzfläche. Sollen dort mehr als 53.000 Artikel pro Tag abgewickelt werden. Nach Fertigstellung des Logistikzentrums soll das Verwaltungsgebäude folgen. Die Firma investiert in den Neubau rund 25 Millionen Euro.